glaube nämlich, hier gab es noch, wenn ich das da kaputt mache und das da vielleicht auch. Ja, wir zerstören hier einfach mal alles, kein Problem. Könnte es noch irgendwas gegeben haben, ich weiß es nicht. Glaube aber, dem war so, ja, hier hinten nämlich. Und hier finden wir ein Missile-Container. Damit haben wir schon 19 Missiles. Das geht voran. Wir haben unsere Missiles schon verdoppelt. Beinahe. Seit dem Anfang dieser Aufnahme. Und das ist, ja, es ist schon ein relativ hohes Tempo. Grundsätzlich gehe ich vielleicht auch mit ein bisschen zu hohem Tempo durch das Spiel durch. Ich hoffe, dass... Ja, ich weiß nicht. Also wenn man das Spiel kennt, ist es halt auf der anderen Seite auch wieder schwierig. Dann an jeder Stelle irgendwie... Das habe ich jetzt tatsächlich nicht gewusst. An jeder Stelle irgendwie alles... Ich habe nicht... Hallo? Ja, friss mich doch einfach, bis ich komplett tot bin. Wieso kann ich... Mein Gott. Hä? Ah, das hat getroffen. Ich kann sie irgendwie nicht anvisieren, aber so im anvisierten Modus kann ich sie treffen. Wow. Okay, also das war jetzt mehr oder weniger ein kleiner Schocker. Den ich auch so ein bisschen noch gewusst habe, dass er kommt. Aber auch nur so ein bisschen. Sind hier natürlich wieder alle Viecher irgendwie lebendig. Das war irgendwo absehbar. Das war irgendwie komisch. Wo ist der hergekommen? Noch eins. Oh ja, warum nicht? Noch mehr. Ich glaube, die sind alle lebendig. Kann das? Das Gute ist, dass die Viecher kann man wirklich ausschalten, ohne dass sie irgendwas machen können, wenn man ein bisschen weit genug wegsteht. Schon mal nicht. Und die an den Seiten werden bestimmt auch lebendig, wenn man da zu nah dran kommt. So. Dreimal darf man raten, was gleich passiert. Sowas zum Beispiel. Ich bin mir eigentlich sicher, dass der Bogen gleich nochmal kommt, aber... Vielleicht täusche ich mich auch. Das kann halt bei so Spielen auch passieren, dass du da denkst, gleich kommt wieder ein Schocker und dann kommt eigentlich gar nichts. Kann ich hier schon... Nee, ich glaube, hier kann man nämlich später irgendeine coole Abkürzung freischalten, aber wie das genau funktioniert, weiß ich nicht mehr. Ah, vielleicht. Vielleicht muss man nochmal zurück gleich. Wow! Das ist ein Chamäleon. Und ich drehe mich wieder falsch. Oh Gott, dich habe ich doch gesehen. Und bam! Oh, die sogar mit einem Lethal Strike gehen. Oh, krass. Der kam unerwartet. Jawohl, mit dem Lethal Strike gehen die echt schnell down, aber ich glaube, das ist auch der Sinn und Zweck dahinter, dass man eben diesen Finisher hat, dass man manche Sachen echt deutlich schneller abhandeln kann, als man es eigentlich mit dem normalen Draufschießen gemacht hätte. Ich meine, an manchen Stellen frage ich mich schon, ob man das Spiel vielleicht ohne Lethal Strike spielen sollte und... Mehr Gegner bitte! Ohne Lethal Strike vielleicht, oder ohne der und die Concentration wäre ja auch eine Möglichkeit. Wow, das hat gar nicht mal so weh getan. Okay, die kann man dann angreifen, wenn sie einen selbst angreifen wollen. Wow, okay. Also macht auch, wie gesagt, das macht gar nicht so viel Schaden irgendwie. Dafür, dass die so als so krasse Drohnengegner hier eingeführt werden. Aber wie gesagt, man kann sie nur angreifen, während sie ihn selbst angreifen. Ja, man könnte natürlich probieren, das ganze Spiel irgendwie ohne Lethal Strike zu spielen und ohne Concentration, weil es das Spiel schon deutlich einfacher macht. Aber irgendwie glaube ich, A, ist das nicht der Sinn und Zweck vom Spiel, weil das will, dass man es einsetzt. Und B, wow. Und B, selbst wenn... Könnt ihr mal wieder... ja,
selbst wenn man die Fähigkeiten zur Verfügung hat, sie haben ja auch ihre Schwächen. Die Concentration kann ich ja nur einsetzen, wenn ich genau bei einem Boss weiß oder genau in einem Szenario weiß, wann ich mich mal eben für wie viele Sekunden hinstellen kann und es machen kann. Das heißt, es ist zwar irgendwie ein Vorteil, aber auf der anderen Seite musst du auch wissen, diesen Vorteil einzusetzen. Und das macht das Spiel dann auch wieder halbwegs gut, weil es einfach eine relativ innovative Steuerung hat, die zwar auch völlig konträr den normalen Metroid-Sachen ist, aber... Ja, sammeln wir einfach mal so ein kleines Ding auf und bekommen den Diffusion Beam. Charge Beams werden gebündelt verschossen und teilen sich bei Feindkontakt auf. Steuerung, feuere ein Charge Beam ab. Ja. Damit ist unser Charge Beam jetzt einfach mal deutlich stärker geworden. Wie wir jetzt sehen können, wenn wir hier einfach mal auf die kleinen Viecher schießen. Bam! Das macht einfach alle auf einmal kaputt. Und das ist schon ziemlich cool. Na, aber wenn die so schnell hintereinander spawnen, dann vielleicht auch nicht mehr. Aua. Aua. Okay, die Spawnrate davon ist auch beschränkt irgendwie. Ich habe zwar noch nicht so ganz raus, durch was sie beschränkt ist, aber... So, und gleich nochmal. Ich glaube, es ist einfach nur zu Demonstrationszwecken. Spawnen die hier erstmal ein paar Wellen Gegner, damit man erstmal die Diffusion Beam testen kann. Und dann kann man erst die Nester zerstören. Oder soll man erst die Nester zerstören. Aber ist schon eine ziemlich coole Sache. Deutlich mehr Flächenschaden jetzt. So, und wie wir sehen, haben wir jetzt gerade diese Speicherstation da aktiviert. Und eine neue Tür freigeschalten. Sehr gut. Müssen jetzt allerdings wieder einen großen Weg zurückgehen. Genau, also, wo war ich jetzt stehen geblieben? Bei den... Oh, stimmt, da war ja was. Den hatte ich schon wieder fast vergessen. Aber wir haben jetzt den Diffusion Beam, meine Freunde. Und der bringt uns, ich weiß nicht, irgendwas bringt er uns. Nein, den habe ich... Wunderbar. Nein, das war nicht der Diffusion Beam. Ja, Lethal Strike, drücke 1 und gleichzeitig... Ja, jetzt wird es einem nochmal erklärt. Da habe ich nicht im Ansatz auf den Gegner gedrückt gerade, weil ich erstmal zu seinem Kopf wollte, aber gut. Wenn es das für mich anerkennt, ich will mich nicht beschweren. Nein, der war zu schnell. Manchmal setzt auch so ein... Wow, so ein Zeitlupen-Modus ein. Was? Wie ist er da ausgewichen? Cheater! Und... Was? 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 Warum hab ich denn... Ich hab den nicht getroffen. Ah, okay. Ist auch geil, wenn eine Katze ihn triggert und die Katze ihn dann durch irgendwas behindert wird wieder. Nicht schlecht. Ah ja, okay. Und das war, was ich noch in Erinnerung hatte. Tatsächlich kann man jetzt das benutzen. Hier gab es, glaube ich, auch nichts mehr. Deshalb würde ich jetzt einfach mal weitergehen. Mit einer Bombe können wir uns einfach diesen Schacht komplett nach oben schießen. Das ist schon ziemlich cool gemacht. Oh, mehr Speed. What the fuck? Wieso ist das Ding hier? Genau vor mir. So, vielleicht damit wir einfach nochmal sehen, wie stark der Lethal Strike mittlerweile... nicht der Lethal Strike. Wie stark unser Charge-Spiel mittlerweile ist. Oder damit wir einfach mal gegen das Vieh verlieren. Das kann natürlich auch gut sein. Im Grunde ist die Kampfmechanik dadurch ein bisschen weird, dass du einfach wirklich neben Gegner stehen kannst. Immer wenn ich angreife, drückst du einmal schnell auf Steuerkreuz, weichst ihm aus, kannst dann schneller den nächsten Charge Beam feuern. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Müssen wir wieder zurück? Ich bin verwirrt. Ach nee, wir müssen jetzt wieder nach oben. Ja. So müsste es zumindest klappen. Schauen wir mal. Die Welt wirkt schon deutlich anders, wenn man hier die Hologramme ausgestellt hat.
Aber offenbar ist es ja so, dass auf diesem Schiff hier versucht wurden, Lebensformen zu züchten. Ansonsten kann man sich ja nicht erklären, warum hier extra holographische Umgebungen geschaffen wurden, dann nur damit sich die Besatzung der Crew irgendwie besser fühlt. Eher weniger, würde ich mal sagen. Weiß ich nicht. Ich meine, vielleicht auch das, wer weiß. Aber wie gesagt, es ist schon verdächtig. Auch, dass es hier so viele große Insekten gibt und auch sehr exotische Viecher, ja. Man hat ja fast den Eindruck, dass diese Baumwesen und dieses andere Vieh da mit den zwei Köpfen, dass das irgendwie, ja, ästhetisch gezüchtete Wesen sind. Wobei das mit den zwei Köpfen, da hattest du das Gefühl, dass die eine Seite ästhetisch gezüchtet wurde und die andere sich vielleicht irgendwie mutiert hat oder so. Process successful. Schöne Speicherstimme auf jeden Fall. In jedem Fall hast du schon das Gefühl, dass es irgendwie ein wenig hier um Kunstzüchtung ging, teilweise. So, das war jetzt irgendwie nicht so der allerschwerste Raum, aber da oben gibt es was. Kommen wir da hin? So auf jeden Fall nicht. Ah, ist wieder eine Super-Missile-Tür, ne? Was soll sowas? Tja, wie ging es jetzt hier nochmal weiter? Das ist in Other M auch teilweise echt ein großes Problem. Die Rätsel sind allesamt nicht ganz so schwer gemacht, finde ich. Normale Missile. Sehr gut. Da habe ich doch einen Eingang gesehen. Aber manchmal ist es so, du hängst an einer Stelle und du hast ehrlich gesagt keine Ahnung, wie es an der Stelle weitergehen soll. Hier darf ich nicht die Bombe machen, hier muss springen, genau. Und das ist manchmal ein bisschen nervig, weil dann bist du da und das ist dann nicht wirklich ein Rätsel, sondern du suchst einfach nur nach irgendwas, was du nicht siehst, weil es vielleicht so klein ist oder so unscheinbar, dass du es halt einfach nicht siehst. Ah. Naja, und diesmal müssen wir es andersrum machen. Hier ist nämlich dann ein Fehler im Hologramm, der uns zeigt, dass da. Ach, Moment. Ne, da oben, das war eine Super-Missile-Tür, da können wir eh nicht lang. Ich dachte gerade, das können wir vielleicht irgendwie aushebeln. Und damit sind wir in einem unterirdischen Nest gelandet. Das ist normalerweise der Punkt in Spielen, wo ich ein bisschen Schiss bekomme, weil das immer ein Indiz dafür ist, dass gleich Spinnengegner kommen werden und ich einfach. Weiß nicht. Spinnengegner in Videospiele, ich bin ziemlich zimperlich, was das angeht. Ich finde das ziemlich eklig in den meisten Fällen. Weil sie halt in den meisten Fällen auch besonders dystopisch gemacht sind, die Spinnengegner. Hallo? Dass sie eben so viel abziehen, ist immer wieder. Ha, was? Combo oder was? Hallo? Einmal abhauen, bitte. Danke. Einmal die Fusion Beam drauf feuern. Aber dass sie jetzt unterirdisch angreifen können, ne? Das ist schon ziemlich asozial. Das ist schon nicht so ohne. Jetzt sind sie hinter uns, vor uns. Ah! Was? Weil das meine ich, dass. Ah, das ist wieder so ein Vieh. Das habe ich erst gar nicht erkannt, richtig. Ah, wunderbar. Das war's mit dir. Und das war's auch mit dem Raum. Sehr gut. Gab es hier noch irgendwas in dem Raum? Ich glaube mal nicht. Dadurch, dass viele Items angezeigt werden, hat man auch nicht unbedingt das Gefühl, dass man hier besonders nach Items suchen muss, irgendwie. Moment mal. Ist das ein Remix von irgendwas? Ich meine, es sind nur vier Töne, aber die kommen irgendwie bekannt vor. Auf jeden Fall ist es relativ psychedelisch.
Was? Ach komm schon. Es kommt mir bekannt vor. Ich müsste es eigentlich auch wissen, woher es kommt. Ach, dieser Rückstoß. Oh, das lässt mir jetzt keine Ruhe. Tja, naja, ich muss passen. Aber ich glaube, es kommt aus. Also ich glaube, es hat eine entfernte Verwandtschaft mit irgendeinem Super Metroid Track. Aber ich will es nicht beschwören. Kann ich mich auch irren. Hä? Ach, das ist. Ich weiß nicht, wie ich das Ding angreifen soll und gleichzeitig ausweichen bei dem. Ich meine, an sich ist es schon am coolsten, wenn man es irgendwie mit dem Charge-Beam treffen kann. So, geh auf, dann ausweichen und dann nichts. Okay, das war ein gutes Timing. In jedem Fall haben wir jetzt relativ... Nee, dich kriege ich so nicht. Krass überwucherte Lebewesen hier auf jeden Fall. Oder ein krass überwuchertes Gebiet, so. Die Pflanzen uns schon angreifen. Also auch das ist ja definitiv was, was man irgendwie Mutationen zuschreiben kann. War wieder die verrückten Wissenschaftler am Werk. Ich meine, ein Forscher da, der da in seinem Labor quasi niedergemetzelt wurde. Das ist schon alles relativ verdächtig. Das war nix. Aber egal. So, wo sind wir denn hier jetzt weiter? Sind wir noch eigentlich darüber, oder? Hä? Ja, okay. Es klappt. Wenn auch nur ganz knapp. So, und hier sollte es eigentlich noch ein Item geben, richtig? Das sehe ich jetzt allerdings kein bisschen. Wo soll es denn hier noch ein Item geben? Da unten. Ah, das habe ich doch gesehen. Ah. Mal schon ganz genau einen Sprung hinlegen. Ah, für Missile-Container kann man das auf jeden Fall mal machen.